Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne jederzeit was reinwerfen. Ansonsten würde ich einfach mal ein bisschen drauf losplaudern und das Thema anschneiden. Also ich hatte es ja vorhin schon mal erzählt, ich schreibe eine Urban Fantasy Serie. Das ist quasi, es funktioniert so wie bei einer Fernsehserie auch. Das ist in Staffeln unterteilt und jede Staffel wiederum hat jetzt in meinem Fall 12 Bände. Und bis ich eben fertig, also ich bin immer noch aktuell dabei, ich habe 2014 gestartet mit der Serie, dann halt mehr oder weniger jeden Monat veröffentlicht. Ein E-Book hat 150 Seiten und es gibt auch Hardcover-Bände, da sind dann immer 3 E-Books zusammengefasst in einem Sammelband sozusagen. Ich befinde mich jetzt aktuell bei Band Nummer 30, der kommt jetzt am Dienstag raus und es wird 40 Bände insgesamt geben. Das heißt, ich habe das Ende der Serie halt schon festgelegt, aber da gibt es jetzt keine festen Regeln. Also ihr könnt ja sowas natürlich super gut im Self-Publishing machen, ihr könnt schauen, dass ihr einen Verlag dafür findet, der das anbietet. Damals war das eben bei mir so, also ich veröffentliche die Serie in der Greenlight Press, das ist ein Kleinverlag in Karlsruhe und die haben halt auch andere Serien im Programm und so entstand eben so aus dieser Zusammenarbeit heraus der Gedanke, dass wir aus meiner Fantasy-Geschichte eine Serie machen können. Ich hatte die erst als Trilogie angelegt und habe mich dann mit dem Verleger getroffen, wir haben ziemlich lange darüber geplaudert und dann habe ich alles umgeschrieben und habe eine Serie draus gemacht. Ja, wie funktioniert das jetzt? Also, oder beziehungsweise auf was müsst ihr da achten bei einer Serie? Also erstens, ich liefere halt jeden Monat diese 150 Seiten, das sind ungefähr 35.000 Wörter. Und das heißt natürlich auch, ich muss da dranbleiben und ich muss mir eine gewisse Routine etablieren, weil sonst wird das Ganze nichts. Ich schreibe mir immer zu Beginn, wenn ich anfange, ein Exposé, das quasi über diese ganze Staffel geht. Also es ist wie bei Game of Thrones so ähnlich, also ihr habt so diesen ganzen, ganz großen Plot, der von Folge 1 bis Folge, weiß ich nicht, wie viel es da sind, jetzt in Staffel 8, ich sag nichts über Game of Thrones, sonst artet die Session aus. Also ihr habt so einen übergeordneten Plot, der quasi über alles drüber geht, den habe ich mir natürlich vorher überlegt, ich weiß auch genau, wohin ich will, also ich habe auch das Ende im Kopf, das kann ich eh jedem sehr empfehlen, dass ihr euch vorher überlegt, wo ihr überhaupt hin wollt. Weil es immer leichter ist, auf eine Reise zu gehen, wenn ihr halt ein Ziel habt. Und dann breche ich das runter und mache ein Staffel-Exposé, also überlege, wohin soll diese Staffel gehen. Und dann breche ich es nochmal runter auf die einzelnen Bände. Und setze halt auch in der Staffel meine Spannungspunkte. Also meistens ist in der Halbzeit ist so ein Peak an Spannung, wo es eben nochmal ziemlich drunter und drüber geht. Und dann flacht es nochmal kurz ab und geht dann halt hoch zum Finale. Und ja, also im Prinzip wende ich diese 3-Akt-Struktur bei allem an, also auf dem großen Exposé, im Staffel-Exposé und im kleinen Exposé. Die Herausforderung bei sowas ist tatsächlich auch, sich eben nicht zu sehr zu verzetteln. Das heißt, es kommt irgendwann der Punkt, da müsst ihr dieses Ding loslassen. Und ich schreibe es meistens erst in der Rohfassung runter, also ich erlaube mir da auch einfach drauf loszuschreiben. Ich bin da auch mittlerweile relativ schnell drin geworden und bringe halt erstmal alle meine Gedanken raus und aufs Papier. Manchmal mache ich es auch so, dass ich zum Beispiel Kampfszenen skippe, indem ich halt einfach nur schreibe, hier kommt ein Kampf, der und der gewinnt, das und das ist dann der Ausgang von dem Kampf, aber ich schreibe die Szene nicht aus, weil ich gerade eben nicht in diesem Fluss bin und eben nicht diesen Kampf gerade schreiben möchte. Das heißt, also mir fällt es leichter, wenn ich so einen Fluss ausnutze und mich nicht an so Kleinigkeiten festhänge, wie gestalte ich diese Kampfszene, wo sollen die hin, wo wird der Kampf stattfinden und so. Und das lasse ich eben alles erstmal zur Seite und schaue, dass ich meinen Plot voranbringe und den Plot aufs Papier bringe. Und es kann sein, dass da am Ende noch Lücken drin sind, die ich aber später füllen kann. Manchmal ist es auch so, dass eine Szene komplett wegfliegt und dann bin ich froh, dass ich mich nicht tagelang mit diesem Kampf aufgehalten habe, weil er dann eh nicht stattfindet. Also auch das passiert ganz häufig. Und insofern schaue ich halt, dass ich erst die Rohfassung runterschreibe, dann überarbeite ich das alles in einem Rutsch weg. Das heißt, ich fange halt einfach wieder vorne an zu lesen und
fülle dann auch die Lücken auf und schaffe wieder die Verbindungen her, mache die Übergangsszenen, damit halt alles wieder ineinander fließt, schau nochmal, wo sind meine Spannungspunkte, wo habe ich was vergessen und gib mir dafür so rund 2 bis 3 Tage Zeit. Und dann geht es an die Testleser, dann kommt eben das Feedback zurück von den Testlesern, dann mache ich da nochmal eine kurze Überarbeitungsrunde, dann geht es ins Lektorat und dann kommt es eben wieder zurück und so geht eben dieses Ping-Pong-Spiel los. Und während das stattfindet, während meine Testleser lesen und das Lektorat liest, setze ich mich schon an den nächsten Band. Also Planung ist bei so Serien sehr, sehr wichtig. Es gibt ja Schreiber, die schreiben gerne aus dem Bauch raus und lassen es einfach so kommen. Stephen King macht es ja ganz gerne, dass er einfach eine Idee hat und sich hinsetzt und dieses Ding schreibt. Ist schwierig bei einer Serie, weil die halt irgendwann so groß wird, dass man sich leicht verzettelt. Also ich bin jetzt, glaube ich, aktuell bei 1.700.000 geschriebenen Wörtern. Und das ist schwierig, da einen Überblick zu behalten, wenn ich mir nicht vorher überlegt habe, wo will ich hin und was will ich überhaupt mit dieser Geschichte erreichen. Deswegen kann ich das jedem sehr empfehlen, dass ihr euch da vorher einen Plan macht und euch halt genau überlegt, wie das ganze Ding ausgehen soll. Ja, und beim Überarbeiten, also es ist immer so schwierig, weil das ist, also ich glaube, das Schwerste für einen Autor ist es, die Geschichte loszulassen oder zu bestimmen, ab wann muss ich aufhören, an diesem Text zu arbeiten. Und es gibt so ein Zitat von Leonardo da Vinci, das hat mir immer sehr geholfen. Der hat gesagt, dass Kunst niemals fertig ist, man kann sie nur verlassen. Also man kann sie nur unfertig verlassen. Und das ist auch bei einem Buch so. Wenn ich jetzt ein Band schreibe und ich lese den heute Korrektur, und ich lasse ihn liegen und lese den in 2 Wochen nochmal Korrektur, dann finde ich noch 1000 andere Dinge, die ich ändern will. Aber so werde ich halt niemals fertig. Das heißt, ihr müsst euch innerlich auch ein bisschen dazu zwingen, zu sagen, so, ich bin jetzt an diesem Punkt, ich habe jetzt 2 Tage Zeit für die Überarbeitung, ich gehe das Ding einmal durch, damit ich zufrieden bin und dann lasse ich es aber auch gehen. Und der Punkt, das ist immer so ein bisschen mit so einem kleinen Abschiedsschmerz verbunden, aber es hilft halt alles nichts, weil sonst hängt ihr ewig in dieser Überarbeitungsschleife fest und macht da noch und da noch und dort noch und dann gibt es ja Schreibratgeber und dann ist da zu viel Tell drin und dann will ich aber hier mehr Show einbauen und hier sind die Sätze zu passiv und ach, da könnte ich es noch ein bisschen schöner machen. Das geht mir auch so und wenn ich jetzt heute meinen ersten Band lese von 2014, dann denke ich, ja, hätte ich auch schöner machen können, aber es wird einfach immer so sein. Und ihr könnt nur immer das Beste abliefern in dem Moment, wo ihr jetzt gerade steht, an dem Punkt, an dem ihr gerade steht. Und eine Geschichte entwickelt sich ja auch dynamisch etwas anders. Also gerade jetzt auch bei Serien, auch da kann man sich super in Sackgassen reinschreiben, weil ich manchmal eben Szenen eröffne und denke, cool, da kann ich noch einen schönen Twist reinmachen oder das wird ein cooles Abenteuer und merke dann später irgendwie, nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht und dann stehe ich da und habe irgendeinen Handlungsstrang offen und bekomme ihn nicht mehr zu. Also so Dinge kann man mit Planung zwar etwas abwenden, aber man kann sie nicht immer verhindern, gerade jetzt bei so lang angelegten Geschichten. Und die jetzt auch jetzt schreibe ich 5 Jahre an dieser Geschichte, also es wird halt irgendwann schwierig, sich da nicht in Sackgassen zu manövrieren. Genau. Also wenn ihr Fragen habt, ja, ich muss dir, glaube ich, das Mikro geben. Beziehungsweise wir haben ja, ich lasse einfach mal das Mikro hier. Also ich glaube, was ich jetzt so raushöre, ist ein guter Trick, den ich auch schon versuche, ein bisschen bei mir anzuwenden, ist es, eine Deadline zu haben. Einfach zu wissen, ich muss am Ende des Monats den Band abgeben. Das heißt, ich hab diesen Luxus nicht, mich zu verzetteln. Und aber was mich halt interessieren würde, ich merke das ja auch, also ich bin auch Plotter, ich plane vor und ich fange an zu schreiben und spätestens in der Mitte des Buches sehe ich, die Idee ist cool, aber es hat überhaupt nichts mehr mit deinem Plan zu tun. Ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, ein Plan steht so lange bis zur ersten Feindberührung. Ja. Oder halt, ne? Ja. Ist dein Plan wirklich so fein granular, dass du sagst, nee, ich kann mich daran festhalten oder überarbeitest du den Plan trotzdem über die Zeit, wenn du sagst, das, oder wenn du was findest, wo du sagst, das ist irgendwie cooler, das funktioniert besser. Daran habe ich einfach früher nicht gedacht, weil man ja doch oft beim Schreiben ja doch dann immer auf die besten Ideen kommt. Mhm. Ja, also das passiert mir sogar recht oft,
dass ich, also ich mache zwar schon so einen Plan und sage jetzt irgendwie hier, die Protagonistin muss in die Kirche, da macht sie eine Geisterbeschwörung und die wird so und so ausgehen und dann passiert dies und das und dann trifft sie den und so weiter. Und wenn ich aber an dem Punkt bin und ich merke, die Protagonistin hat aber gar keinen Bock auf diese Geisterbeschwörung und will stattdessen irgendwie, was weiß ich, dreimal lieber im Kreis tanzen, dann kann sie das natürlich auch tun, wenn ich trotzdem an den gleichen Endpunkt komme, wo ich hin will. Also wenn trotzdem das Gleiche passieren wird, also wenn ihre Aktion eine andere ist, wenn sie rechtsrum geht anstatt linksrum, aber trotzdem dann an ihrem Ziel ankommt, ist das ja völlig in Ordnung. Was ganz oft passiert bei mir, ist, dass ich halt, wie du gesagt hast, beim Schreiben denke, das ist eine coole Idee, da könnte ich einen schönen Twist reinbringen und es fällt mir aber erst in dem Moment ein. Dann setze ich mich meistens hin und schaue, was habe ich bisher geschrieben und würde das Sinn im Kontext von der Geschichte machen. Also bei mir ging es zum Beispiel mit meinem 12. Band so, da wollte ich das Finale schreiben und der Endgegner sollte besiegt werden und ich hatte bis dahin einen Plan, wie ich den besiegen wollte und der ging aber nicht mehr auf im Finale, weil der einfach doof war und ich ihn blöd fand und langweilig und ich dachte, nee, das kann ich so nicht schreiben. Und dann habe ich nochmal in meinen Bänden gelesen, das hilft mir immer ganz viel, wenn ich einfach nochmal so querlese und schaue, was so alles passiert ist und dann habe ich einen kleinen Hinweis gefunden. Und der hat mir in dem Fall tatsächlich dann den Arsch gerettet, weil dann habe ich gedacht, cool, das schnappe ich jetzt auf und damit kann ich den Endgegner besiegen und das wird sich jetzt so lesen, wie wenn ich es immer geplant hätte von Anfang an, habe ich aber nie getan. Es war wirklich so ein Zufallsfund eben. Ja, weil das ist ja das Problem, wenn du am Ende bist, aber schon 11 Bände rausgebracht hast, kannst du halt nicht mehr irgendwelches Foreshadowing einbauen. Das richtig. Also du kannst eine Serie schon bis zum gewissen Grad so auch ein bisschen biegen. Das ist der Das leuchtet grün. Das andere ist, glaube ich, die Batterie leer. Du kannst so eine Serie schon so ein bisschen biegen und da halt auch super gut immer wieder neue Handlungsstränge einweben, weil die Welt halt sehr, 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 sehr breit wird. Also, und du kannst dann neue Gegner reinbringen, du kannst neue Twists reinbringen oder irgendwas aufdecken, was vorher nicht so war. Solange es halt immer Sinn im Kontext von deiner Geschichte macht. Aber Serien kannst du da, sind auch bis zum Teil recht flexibel. Nur passiert es dann halt oft, dass du dir auch ein Bein stellen kannst. Das leider auch. Und da musst du halt kreativ werden, wie du wieder aus der Sackgasse rauskommst. Weil wenn es halt schon da steht und du denkst so, mache ich denn jetzt da mit diesem Typ? Und dann musst du dir halt überlegen, wie du da wieder rauskommst. Ja. Ja. Fällt dir das alles einfach ein oder recherchierst du auch viel? Das ist eine Frage und dann noch, wie schaffst du es mit der Disziplin? Weil wenn du so krass viel schreibst und diese Termine immer auch hast und dann dir nur 2 Tage gibst, musst du dich ja schon wirklich hinsetzen, auch wenn vielleicht der Schweinehund gerade gar keinen Bock drauf hat. Wie schaffst du das? Ja. Also zu deiner ersten Frage, wie mir das einfällt, ich schreibe eine Urban-Fantasy-Geschichte, das heißt, ich kann halt auch sehr viele fantastische Elemente einfach reinbringen, ohne dass ich sie vorher recherchieren muss. Also es kommen auch viele Rituale drin vor und viel Magie und die denke ich mir einfach aus in den meisten Fällen. Manchmal schaue ich auch irgendwo nach, was es denn so gibt und ob es irgendwelche Hexenrituale gibt oder Naturrituale oder sowas. Und ja, ansonsten recherchiere ich dann halt, wenn sie jetzt an Schauplätzen sind, die es halt wirklich gibt, dann schaue ich da schon nach und recherchiere. Im Idealfall war ich schon mal dort, was nicht immer der Fall ist, aber du kannst zum Beispiel auch Google Maps nutzen und da kannst du ja diese Street View anschalten, also du bist dann quasi halt live vor Ort und kannst dich umschauen. Das hilft mir immer ganz, ganz gut, weil ich hatte mal eine Szene, die hat in Athen gespielt und da war ich eben noch nie und ich musste aber wissen, wie es da aussieht, und weil das war vor einem Museum, und dann habe ich diese Street View genutzt und da kannst du dich halt überall umschauen, das siehst du, wo die Häuser stehen, wo die Straße hinführt, und dann funktioniert das schon ganz gut. Also bis zum gewissen Grad kann man das schon recherchieren. Und Fantasy ist halt sehr dankbar zum Ausdenken und Kreativwerden. Und deine zweite Frage war wegen der Disziplin. Also als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich noch Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden in der Woche im Büro. Und da bin ich halt tatsächlich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden und ich hatte ein Tagesziel von 1500 Wörtern.
und habe dann halt morgens meine 1500 Wörter versucht zu schreiben. Es klappt nicht immer, weil Kreativität funktioniert zwar oft auf Knopfdruck, wenn man sich eine gewisse Routine etabliert, aber es geht halt nicht immer. Aber das ist dann kommt halt mal ein Band zwei Wochen später raus. Das kann schon vorkommen. Und wichtig ist einfach, dass du dich hinsetzt. Also selbst wenn ich jetzt an einem Tag keine Lust habe, also mittlerweile bin ich jetzt selbstständig und lebe jetzt davon, deswegen schaffe ich es auch in zwei Tagen, ein Band zu überarbeiten. Würde ich jetzt noch arbeiten, würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber dann würde ich mir halt sagen, okay, ich komme von der Arbeit heim, musst halt gucken, schreibst du besser morgens oder lieber abends. Ich bin halt ein Morgenmensch. Und ich sage mir so, die erste Stunde vom Tag setze ich mich an meinen Band und ich überarbeite so weit, wie ich komme. Aber wichtig ist es, dass du dich jeden Morgen hinsetzt und es jeden Morgen machst. Und so etablierst du eine Routine auch in deinem Kopf. Und ich habe nicht immer Lust und die ersten paar Minuten fallen mir auch manchmal schwer, weil ich halt einfach nicht in dem kreativen Modus bin. Aber dadurch, dass du das jeden Tag machst, kommst du nach so 10 Minuten oder so, kommst du in diesen Fluss rein und dann kommt auch die Kreativität. Weil viele sagen ja immer, nein, ich kann mich nur hinsetzen, wenn mich gerade die Muse küsst und wenn ich jetzt mich gerade kreativ fühle und wenn der Wind aus Osten weht und nur dann kann ich schreiben und so. Aber das ist nicht so. Kreativität mag das wirklich gerne, wenn du dich hinsetzt und dir Zeit dafür nimmst und sagst, okay, ich bin jetzt da, ich bin an meinem Schreibtisch, ich bin bereit zu schreiben, setz dich mit dazu oder bleib halt weg. Aber wichtig ist es, dass du auch dieses Commitment eingehst, zu sagen, das ist mein Job und meine Aufgabe ist es, jeden Tag hier zu erscheinen von 5 bis 6 Uhr in der Früh oder von 10 bis 11 abends, wie auch immer, was auch immer dir passt. Es kann auch nur eine Viertelstunde sein. Wenn es halt nicht anders geht, dann machst du nur eine Viertelstunde. Aber deine Aufgabe und deine Verpflichtung ist es, dich in dieser Viertelstunde hinzusetzen und dich damit zu beschäftigen. Und was dann rauskommt, das ist immer so eine Sache. Manchmal schreibe ich nur 200 Wörter in der Zeit, manchmal schreibe ich 2000. Aber trotzdem war ich da und trotzdem habe ich meine Arbeit getan. Und dadurch, dass du das immer wieder und wieder wiederholst, wirst du jeden Tag leichter in diesen Fluss reinkommen. Aber es erfordert schon ein bisschen Disziplin. Ja. Aber das heißt, du lebst davon? Ja. Cool. Genau. Ja. Noch jemand? Ja, also ich hätte noch zum Überarbeiten noch meine Frage. Also wie gut ist dann dein First Draft? Also es gibt ja diesen Spruch, der erste Draft ist eigentlich immer Mist. Und also bei mir trifft es auch zu. Und ich frage mich halt, wenn man dann so eine Routine entwickelt wie du, ist der dann irgendwann besser? Also so wenig Zeit, wie du zum Überarbeiten hast, muss ja schon einiges dann verwendbar sein von dem, was du so als First Draft auch schreibst. Ja, wird es auch. Also das kommt aber ganz viel mit der Schreibroutine. Weil ich hatte ja schon gesagt, also meine Serie hat jetzt über 1.500.000 Wörter, jetzt habe ich noch eine Dialogie geschrieben und ich habe halt viel Schreibpraxis, dadurch, dass ich halt jeden Tag schreibe. Also es ist eh wichtig, ihr solltet sowieso jeden Tag schreiben und wenn es halt wirklich nur ein paar Sätze sind. Aber meine First Drafts ganz am Anfang waren schlechter als jetzt die und ich setze mich schon hin und schreibe mal runter, wenn ich gut im Flow bin und kann die Wörter auch einfach so verwenden, wie sie sind. Also ich muss da noch ein paar Füllwörter rausschmeißen, ein paar Sätze schöner umschreiben und das einfach ein bisschen sortieren, aber meistens sind die schon recht lesbar, meine First Drafts, mittlerweile. Das kommt aber mit der Übung, weil du dich halt einfach, ja, ist wie bei allem, eben wie im Sport und beim Malen oder einfach jeden Tag üben. Ja. Da vorne ist noch eine Frage. Hast du eine Zeichenvorgabe pro Band und wie gehst du damit um, wenn du merkst, ich habe zu wenig Zeichen oder zu viel, muss sehr stark kürzen oder sehr stark einfügen, ja, wie gehst du damit um? Ja, also ich versuche immer, also 35.000 Wörter zu schaffen, ich glaube, das sind so 220.000 Zeichen ungefähr. Ich bin nie so gut in Zeichen, also aber so um den Dreh, so zwischen 200.000 und 220.000 Zeichen. Sollten es schon sein, wobei jetzt auch niemand was sagt, wenn ich jetzt nur 180.000 hätte, also wenn es jetzt 100.000 wären,
wäre es eher schlecht, wenn es zu viel werden, das sollte halt auch nicht sein, aber auch das ist wieder der Vorteil von der Serie, wenn du zu viel hast, dann lässt du einfach ein paar Szenen weg und schiebst es in den nächsten Band nach hinten. Also das funktioniert sehr, sehr gut bei Serien. Deswegen habe ich meistens nicht das Problem, dass ich zu viel habe. Ich habe immer die Angst, dass ich zu wenig habe. Es ist mir noch nie passiert, aber auch nach 30 Bänden wird es einfach nie weggehen und ich setze mich jedes Mal hin an den Band und denke, na hoffentlich kriege ich den voll. Und dann bin ich irgendwo an einem Punkt, so im letzten Drittel und denke so, oh Mist, jetzt habe ich viel zu viel und ich kriege es nicht unter. Also wenn du merkst, dass du zu wenig hast, dann würde ich, glaube ich, einfach nochmal zurückgehen und nochmal prüfen, wie dein Plot aussieht, ob du da noch irgendwelche Spannungspunkte vergessen hast, noch welche einbauen kannst. Dass, ich weiß nicht, bei Fantasy-Geschichten kannst du halt gut Kämpfe reinmachen oder Rätsel einbauen. Oder wenn deine Charaktere zu einer Lösung gekommen sind, ist die Lösung vielleicht zu schnell gekommen, kann ich da noch ein Rätsel einbauen, damit sie eben noch ein bisschen mehr kämpfen müssen und sich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Das funktioniert halt bei Fantasy immer sehr gut. Da kannst du dann einfach noch ein paar Szenen reinbauen, die halt dann auch noch hoffentlich auch noch mal ein bisschen Spannung bringen oder eben einen neuen Handlungsstrang aufmachen. Das geht halt in Serien auch gut. Also ich habe in der Serie so viele neue Charaktere reingebracht, die waren niemals in meinem Buch vorgesehen gewesen. Aber das entwickelt sich so auch so dynamisch aus sich raus. Ja. Dahinter die Essen rein. Dankeschön. Wie organisierst du dich dort? Mit welchem Schreibprogramm schreibst du? Ja, etc. Mhm. Also ich habe ganz lange mit Papyrus geschrieben, mit Papyrus Autor und bin jetzt ein totaler Fan von Scrivener geworden. Scrivener. Weil, also das ist am Anfang, ich hatte es schon mal versucht vor ein paar Jahren und fand es super kompliziert, aber eigentlich ist es gar nicht kompliziert, sondern es ist wirklich, wirklich genial. Gerade bei einer Buchserie ist es richtig gut, weil ich da all meine Bände in einem Projekt habe. Das heißt, ich mache meine Serie auf und habe oben immer das Aktuelle, was ich gerade schreibe, in Kapiteln unterteilt und dann habe ich unten drunter einen Ordner. Es ist wie so eine Ordnerstruktur im Explorer. Ich habe unten drunter einen Ordner und da liegen all meine Bände, die ich geschrieben habe. Dann kommt die Recherche, dann kommen Charakterbögen, Notizen und ich kann alles, ich habe quasi alles immer auf einen Blick. Und weil ich auch so viel rückwärts lesen muss und zu gucken, ob das auch passt, was ich da jetzt gerade erzähle oder was jetzt im Band 28 passiert ist mit dem und dem Charakter. Alles kann ich mir nicht merken, aber ich weiß, wo ich nachschauen muss. Und dann habe ich das halt alles in einem Blick. Deswegen mag ich Scrivener super gerne. Für Großprojekte ist es wirklich richtig gut zu arbeiten. Und es hat diesen Schreibmaschinenmodus drin, den liebe ich total, weil da kannst du einfach auf den Knopf drücken und dann verschwindet dein Bildschirm bis auf deinen Text. Und du hast nur diesen Fließtext vor dir und du kannst halt so in diesen, da bin ich dann in meinem Tunnel und dann schreibe ich und ja. Was ich übrigens auch noch sehr empfehlen kann, wenn es so ein bisschen hackt mit der Disziplin oder wenn ihr denkt so, na, heute habe ich aber nicht so die Muse, ist diese Pomodoro-Technik. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ein paar nicken, ein paar schütteln Kopf. Also Pomodoro ist, also ihr stellt euch einfach einen Timer auf zum Beispiel 15 Minuten oder 20 Minuten. Und in der Zeit wird halt nur geschrieben, also Handy aus, es wird nicht kein Schluck Kaffee getrunken, es wird einfach nichts gemacht, außer geschrieben. Und das hilft dem Geist ganz viel, sich zu konzentrieren, weil ihr dann eurem Unterbewusstsein auch sagt, hier konzentrier dich jetzt mal für 20 Minuten oder 15 Minuten. Und dann seid ihr weniger abgelenkt, wie wenn ihr jetzt sagt, ja, ich setze mich jetzt mal hin und ich gucke mal, was so kommt. Anne, ich könnte ja noch bei Facebook gucken und Social Media und ja, ich muss ja noch meine Einkäufe und was macht überhaupt mein Bankkonto und ach, ich wollte noch was bei Amazon bestellen. Und das habt ihr halt dann nicht so, wenn ihr euch dazu hinsetzt und sagt, ich mache jetzt 20 Minuten und da wird jetzt halt mal nicht auf Facebook geguckt und nicht gedattelt und so. Und euer Geist driftet dann auch nicht so arg ab. Und nach den 20 Minuten macht ihr eine 5 Minuten Pause, dann setzt ihr euch wieder hin. Das könnt ihr dreimal so drei Runden drehen und dann könnt ihr eine längere Pause machen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Mit der Pomodoro-Technik habe ich meinen Output extrem gesteigert. Also wenn es dann gut läuft, dann schaffe ich in diesen 20 Minuten so um die 1500 Wörter. Und es ist halt, also für mich war das so der Golden Nugget gewesen.
Ja, warte, ich hole dir gerade ein Mikrofon. Wo ist es denn überhaupt? Es gibt auch noch eine Online-App, MyWrite Club, da kann man sich zu gemeinsamen Schreibsprints treffen und man sieht dann halt quasi, wie bei den anderen der Wordcount hochgeht und das ist halt auch immer noch so. Das ist auch cool, wie heißt das? MyWrite Club. Okay, das ist auch schön, das kannte ich jetzt noch nicht, aber das ist ja sehr, sehr cool. Danke. Hat noch jemand eine Frage? Ja. Um nochmal aufs Plotting zurückzukommen, bist du ein sehr linearer Schreiber oder springst du sehr oft hin und her zwischen den Handlungen? Also klar, du bist für deinen Monat natürlich innerhalb deines Bereichs, aber plottest du sehr linear durch oder machst du dann einfach jetzt mal das Ende dieses Kapitels oder des Beitrags für diesen Monat, das Buch und wie machst du das da? Ich plotte schon linear, aber meistens plotte ich einen Handlungsstrang durch, weil also jetzt gerade bei der Serie habe ich halt, ich weiß nicht, 5, 6 Handlungsstränge oder so laufen. Also auch wie bei Game of Thrones eben, da hast du die Khaleesi, dann hast du den Jon Snow, dann hast du Königsmund, was auch immer. Ja, das sind ja alles verschiedene Handlungsstränge. Mhm. Und dann plotte ich aber einen Handlungsstrang meistens durch, bis ich merke, dass der sich wieder mit einem anderen überschneidet. Wenn die Khaleesi dann den Jon Snow trifft, das wäre dann für mich der Punkt, auszusteigen und dann den anderen Strang eben zu plotten. Und so schreibe ich auch oft. Also im Band selbst nehme ich sie meistens auseinander. Da hast du dann halt immer, bist du eine Weile bei Jon Snow, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben. Und dann hast du ein Kapitel Jon Snow, dann hast du ein Kapitel mit der Daenerys, dann hast du wieder Jon. Also das springt immer so hin und her. Aber ich schreibe sie trotzdem meistens gleich in einem Rutsch weg, damit ich auch in dieser Stimmung bleibe und in meinem Flow bleibe und so. Das fällt mir halt leichter. Aber ja, ich plotte linear normalerweise. Ja, gerne. Ja. Oh, danke. Ich habe eine Frage, die Serien, aber auch Einzelbände betrifft. Mhm. Und zwar, wenn du plottest, beziehungsweise wenn du schreibst, ich habe jetzt selber keine Erfahrung mit Serien, springst du sehr in der Zeit oder bleibst du bei deinen Charakteren? Weil wenn ich über mein Werk nachdenke, ich bin jede Minute am Tag bei denen und habe erst gegen Ende des Buches angefangen, so ein bisschen zu hüpfen, weil sonst habe ich mir gedacht, der Leser schläft irgendwann ein. Hast du eine Empfehlung oder würdest du einfach sagen, nimm das, was am besten zur Story passt? Zu hüpfen meinst du jetzt? Ja, also sonst, bei mir ist wirklich meine Reisen halt am Anfang sehr viel, weil es schlicht und ergreifend notwendig ist. Ja. Und bei mir ist auch so ein bisschen der Weg das Ziel. Ja. Aber wenn dann irgendwann der Punkt da ist, dass man weiß, okay, wir wissen, wohin das Ganze führt, wir wissen, dass irgendwann eine Schlacht kommen wird, dass es dann irgendwann Zeit ist, wenn man nicht jede Mahlzeit, überspitzt gesagt, mitzukriegen. Mhm. Hast du da eine Empfehlung, wie man da am besten mit umgeht, also nicht den Leser tot zu schreiben mit Tagesabläufen. Ja, ich verstehe. Also meistens mache ich es so, dass wenn ein Tagesablauf neu für meinen Charakter ist und der auch etwas anders ist als jetzt sein üblicher Tagesablauf, jetzt gerade in der Fantasy, wenn jetzt mein Charakter in eine andere Welt kommt und da läuft halt alles anders, dann macht es Sinn, den Leser auch da mitzunehmen und dem Leser auch zu erklären, oder den Leser mit auf diese Entdeckungsreise zu nehmen, wie es auch dein Charakter erlebt, weil das ist ja auch spannend, weil dann ist ja der Leser quasi direkt am Charakter dran und sieht so, wie läuft hier, wie gibt es was zu essen, wo kommt das Essen her, wie wird es zubereitet, wie wird sich gekleidet und so weiter. Das ist ja im ersten Moment schon spannend, wenn es halt was ganz Außergewöhnliches ist. Und aber dann kannst du natürlich irgendwann anfangen, also du musst es nicht jeden Tag immer beschreiben, dass er jetzt aufsteht und auf den Nachttopf muss oder so. Also genau, das unterlasse ich dann schon. Also bei mir in der Serie gibt es zum Beispiel, die haben Pferde, die quasi teleportieren können, also die
springen immer zwischen den Welten und du kannst diese Pferde eben nutzen, um von hier nach Hawaii zu kommen, bin von ein paar Minuten und dann bist du dort. Und im ersten Band, wo das eben vorgestellt wurde, habe ich auch diese Reise sehr genau beschrieben, auch was mein Charakter dabei erlebt, wie es ihr da geht, wenn sie da zwischen den Welten hängt und so. Das mache ich jetzt nicht mehr in Band 30, weil dann sage ich halt einfach nur noch hier, die sind von da nach dort gekommen und das muss ich nicht dauernd wiederholen, weil das ist dann in der Tat sehr langweilig. Es sei denn, es passiert was Außergewöhnliches. Also alles, was immer von der Routine abweicht, das schon zeigen, aber wenn sich so eine Routine etabliert hat, dann musst du da nicht immer wieder drauf eingehen, würde ich jetzt sagen. Das ist auch ein guter Punkt mit Weltensprung, weil ich habe das tatsächlich drin bei mir ganz am Anfang. Meine Protagonistin kommt in eine andere Welt, die halt auch mittelalterlich angehaucht ist. Und was hat sie an? Natürlich eine Jeans und ein T-Shirt und eine Regenjacke drüber. Und ich greife das natürlich schon am Anfang auf, dass sie alle komisch angucken. Warum hat die kein Kleid an? Warum fühlt sich diese Regenjacke so komisch an? Sie weigert sich aber tatsächlich am Anfang ein Kleid anzuziehen, weil sie denkt, ich habe doch Klamotte. Gut, irgendwann wird es ja dreckig. Man muss ja auch ein bisschen logisch denken. Man kann die Klamotten jetzt nicht 5, 6, 7 Tage anhaben. Aber wie viel Sinn macht es, dass ich sie gefühlt von jedem Menschen, der vorbeikommt, schräg angucken lasse? Oder der Leser kann sich das auch irgendwann denken, kann oder? Ja, kann er. Gut. Also Leser sind schon intelligent genug, um das zu begreifen, dass es vielleicht komisch ist. Ja. Ja, das ist halt immer der Zwiespalt dann beim Schreiben. So, inwieweit erklärt man das, damit Richtig. Der Leser erkennt, dass ich mich als Autor mir Gedanken darüber gemacht habe und ja, dass es halt einfach stimmig ist. Versuch dich, ich weiß, schreibst du aus der Ich-Perspektive? Oder aus der dritten? Ja. Aber versuch dich halt auch einfach in deinen Charakter reinzuversetzen. Ich meine, wenn du jetzt im Mittelalter landest und dann gucken dich halt alle schräg an, wenn dich der 50. schräg anguckst, wirst du dir auch nicht mehr so viele Gedanken drüber machen, sondern nur denken, ja, ich weiß, dass ich jetzt eine Jeans trage und kein Kleid. Und so geht es ja, also auch bei dem Charakter etabliert sich ja eine gewisse Routine und sie wird jetzt nicht dauernd darüber hadern, dass er eben kein Kleid trägt. Und ja, also die Leser verstehen das schon, wenn du so eine Welt etabliert hast. Ja, gerne. Sonst noch jemand? Nein? Dann? Wie viel Uhr ist? 13 Uhr. Würde ich sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Machen wir jetzt Pause. Danke.